Die EU-Außenminister diskutieren derzeit neue Sanktionen gegen Russland. Nach dem Importverbot für russische Kohle am Freitag ist heute ein Ölembargo im Gespräch. Ein Thema, das auch für die deutsche Wirtschaft von großer Bedeutung ist. Der Preisauftrieb bei Öl und Gas ist ohnehin schon ungebrochen und verteuert natürlich die Produktion auch der deutschen Industrie. Deshalb schaut man mit Sorge auf mögliche weitere Sanktionen gegen Russland, während die Ölpreise über das Wochenende sogar nachgegeben haben. Das hängt damit zusammen, dass einige strategische Reserven freigegeben worden sind. Es gibt also mehr Ölangebot und das drückt den Preis. Gleichzeitig gibt es Forderungen aus der Politik, dass sich die deutsche Wirtschaft verselbstständigen sollte, unabhängiger machen sollte von Energieimporten, was natürlich auf den ersten Blick nicht ganz so leicht ist. Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, plädierte am Wochenende dafür, dass man den Gasabbau in Deutschland weiter ausweiten sollte. In Deutschland wird Gas gefördert, allerdings ist dieses Geschäft relativ überschaubar. Die meisten Gasquellen liegen in Niedersachsen. Etwa 97% des geförderten Gases stammt von dort. Allerdings deckt man mit der jährlichen Förderung gerade mal 5% des gesamten Bedarfs. Aber wenn es gelingen könnte, weitere Reserven zu heben, so heißt es, dann würde dieser Anteil natürlich steigen. Und es wäre durchaus möglich, wenn auch nicht sofort, die Gasproduktion hochzufahren. Letztendlich allerdings könnten darüber einige Jahre ins Land gehen. Angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg und den Klimawandel gewinnt das Thema Nachhaltigkeit auch an den Aktienmärkten und den Unternehmen zunehmend an Einfluss. Dabei stehen die sogenannten ESG-Kriterien im Mittelpunkt, zu Deutsch Umwelt-, Soziales- und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Diese Kriterien sollen Unternehmen berücksichtigen und sie stoßen inzwischen auch bei Aktionärinnen und Aktionären auf immer mehr Interesse. Hier bei uns, bei Tagesschau 24, hat die Chefin des Deutschen Aktieninstituts, Christine Bortenlänger, erläutert, was das Thema Nachhaltigkeit und die ESG-Kriterien für die Unternehmen eigentlich bedeuten. E für Umwelt, da kann man ganz konkrete bestimmte Ziele, wie zum Beispiel die Reduzierung des eigenen CO2-Ausstoßes oder Kreislaufwirtschaft, Recycling, solche Dinge als Ziel nehmen. Auch bei S, Förderung von Frauen, gleichwertige Bildung und all diese Dinge. G ist im Grunde genommen ein Instrument, also gute Unternehmensführung ist so etwas wie eine Versicherung. Wenn ein Unternehmen gut geführt wird, wenn es gute Aufsichtsräte gibt, Vorstände, die entsprechend überwacht werden. Und da hat sich einfach in den letzten Jahren, haben sich sozusagen gute Übungen herausgebildet. Es kennt ja jeder, wenn man selbst etwas einführt, dann schafft man es meistens nicht gerne wieder ab. Deshalb ist zum Beispiel diese zweijährige Abkühlung für ehemalige Vorstände eingeführt worden, dass sie nicht sofort in den Aufsichtsrat wechseln können. So etwas muss man sich darunter vorstellen. Also Regeln guter Unternehmensführung als Versicherung für langfristig nachhaltiges Wirtschaften.